Roman wurde entführt. Was? Und Dimitri hat mir auch eine Nachricht geschrieben. Sieht aus, als steckt dein Cousin ein bisschen der Klemme. Dein Freund Dimitri. Ach du. Oh Gott. Jetzt ab zu Roman, aber ganz schnell. Er ist in Lebensgefahr. Verdammt, dieses Drecksschwein. A friend of mine, Dimitri Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. Was? Roman wurde entführt? Oh mein Gott, dann sollten wir ihm schnell helfen. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, hier zu einer weiteren Folge von GTA 4. Wirklich super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, im letzten Part haben wir eine mysteriöse Person kennengelernt, für die Michelle, aka Karen, arbeitet. So hat sie ja im letzten Part auch ihren eigentlichen Namen preisgegeben. Was? Und Dimitri hat mir auch eine Nachricht geschrieben? Oh shit, dann steckt er dahinter. Nico, ich dachte, ich schicke dir dieses Bild. Sieht aus, als steckt dein Cousin ein bisschen der Klemme. Dein Freund Dimitri. Ach du. Oh Gott. Shit. Jetzt ab zu Roman, aber ganz schnell. Er ist in Lebensgefahr. Verdammt, dieses Drecksschwein. Das machst du nicht noch einmal, mein Freund. Dir werde ich heim sein. Können wir uns jetzt vielleicht sogar an ihm rächen? Leute, ich hoffe mal, dass wir das jetzt können. Boah, ganz unerwartet jetzt der Anruf von Mallory. Im letzten Part habe ich sie einfach weggedrückt. Weil ich einfach mal eine Mission für Michelle machen wollte. Dann war das ja doch ein ganz dringender Anruf damals. Ja gut. Na, Prioritäten. Was ich euch, meinen Zuschauern, versprochen habe, das wird auch erstmal eingehalten. Scheiß da erstmal auf Roman, würde ich sagen. So, weiter geht's. Hier entlang ist natürlich wieder Rush Hour hier. Wo ist er denn auf welchem Gelände? Okay, das sieht echt... Ja, ist so ein Fabrikgelände, so ein verlassenes. War das nicht sogar das Gelände von damals? Nein, war ein anderes, ja. Ah, hier ist er. Oh Leute, was wird uns jetzt erwarten? Okay, was liegt hier? Es ist schon die erste Knarre. Ja, eine AK. Ich denke, die brauchen wir jetzt auch für das Schwein. Dann mal rein hier in den Laden. Wo bist du, Dimitri? Okay, hier sind erstmal seine Schergen. Aber ich vermute, er lockt uns in eine Falle. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dimitri Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. America rocks. Roman ist im obersten Stock, rette ihn. Oh ja, das machen wir. Und ich denke, so ein bisschen ruhig hier langschleichen wird nichts. Wir gehen direkt voll auf Action. Ja, ich dachte mal, das blöde Fass geht hoch, toll. Alter, Nico rastet einfach mal komplett aus. Was zur Hölle ist hier los? Komm, lad nach. Boah, Mann, direkt komplette Ballerei am Anfang der Folge. So muss sich das auch gehören in einem richtigen GTA. Warte mal, hier oben geht scheide schön mit der Sniper aus.
Sehr schön. Nice. Ist genauso. Ich hätte auch gleich mit der Sniper agieren können. Tja, viele sind es nicht mehr zum Glück. Oh, hier ist ein Medipack. Das ist schon mal gut zu wissen. Boah. Also, Roman wird ziemlich gut bewacht. Komm schon. Oh, Nico ist richtig sauer. Geil. What the hell? Wie viele das einfach sind? Au, shit, das war schlecht. Ja, wo ist denn der Typ, Mann? Was? Ja, und die Flaschen gehen hoch, oder was? Oh, Leute. Ja, drücke F2, um den Clip zu speichern. Ja, das will ich nicht. Oh, Mann. Ja, das war wohl nix. Gleich nochmal wiederholen, die Krütze. Und ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Geht zum Lagerhaus, okay. Leute, ich überspringe das mal kurz und wir sehen uns gleich nochmal an der Stelle, wo ich gerade war. So, Leute, ich bin jetzt wieder hier. Ihr seht, mein Leben sieht nicht sonderlich gut aus. Aber eigentlich ist jetzt, glaube ich, nur noch der Typ hier offen. Ah, shit, nochmal. So, du bist jetzt schön weg hier. Wo ist Roman? Oh, hier vorne ist die Schutzweste. Oh, geil. Zum Glück. Das wäre sonst richtig knapp geworden, du. So, gleich mal wieder die Gasflasche in die Luft jagen hier. Ist ja nicht noch einer? Nein, der ist schon tot, okay. Alter, was ist denn hier los? Aber da haben wir auf jeden Fall ein ganz schönes Nest jetzt ausgerottet. Halt, Moment. Schnell die Gasflasche noch in die Luft jagen hier. Also, dass mich das Teil das Leben gekostet hat. Ja, ich helfe dir. Boah, Gott, wo kommt der denn her? Oh, hier vorne ist nochmal live. Los. WTF, wo denn? Ach, hier oben, hä? Sind die jetzt wieder neu gespawnt oder was? Hm? Ach, hier oben. Oh, die hatten sogar Schutzweste an. Boah, und wie viel Kugeln Nico einfach schon mal abgekriegt hat, ne? Was, auf dem Dach sogar? So, können schön runterfliegen. Und ciao. Ja. Ach, jetzt geht das Teil in die Luft, oder was? Okay, sind hier noch irgendwelche Typen? Ne, ich denke, wir haben sie alle ausgeschaltet. Schön gesäubert hier die Halle. Shit, das ist doch mit Sicherheit eine Falle, ey. Aber gut, wo bist du denn? Nein! Ziele vorsichtig, um den Kidnapper auszuschalten. Schöner Headshot, du Mistkerl. Und Roman ist frei, zum Glück. Das war ganz schön eng. Thank you, cousin.
You saved my life. We should get out of here. Folge Roman. Oh, ja, klar, jetzt kommen noch die Cops, oder was? Das war ja logisch. There's a car. Take me home, cousin. Ja, sehr gern. Müssen wir nur noch die Cops abschütteln. Boah, was ist denn mit dir passiert? Also wer das auf jeden Fall ja getan hat, das wissen wir ja schon, Dimitri. Aber wir haben zumindest einen seiner Bosse ausgeschaltet. Aber ja, die geben gar keine Acht auf mich. Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Ja, Roman, dein Leben ist auch nicht zu beneiden, das gebe ich ehrlich zu. Aber offenbar kriegen wir jetzt eine neue Bude, weil die in Bohan auch nicht mehr sicher ist. Mein Gott, wir haben zwar schon ein geiles Apartment, also das von Playboy X. Aber ich bin nochmal sehr gespannt, wo Roman uns diesmal herführt. Ja, und wie wir jetzt gehört haben, es war tatsächlich so. Roman sollte uns verraten. Aber zum Glück können wir ihm vertrauen. Und deshalb wurde er eben entführt. Und wir sollten in eine Falle gelockt werden. Was für ein Arsch. Man, this is out of control. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Reason on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge. Getting your own way. And all you care about is money. And gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man. Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Men, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear. Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know. Give a guy a break. Okay. 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 I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. Puh, da haben wir aber Roman sich aus der Sache rausgebracht. Leute, ich bin gespannt, was weiter hier noch im Game passieren wird und ob wir am Ende doch noch Dimitri kriegen werden. Mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von GTA 4. Macht's gut!